Wir wollen praktisch ein schwellenarmes Kulturprogramm bieten. Das heißt, Leute, die im Prinzip mit Kultur vielleicht noch weniger am Hut haben, dass die Möglichkeit haben, auch hier nicht im steifen Konzertsaal ankommen, sondern in einer lockeren Atmosphäre hochkarätige Kultur durchaus geboten kriegen. Also entstanden ist die Kulturwerkstatt 1983. Das sind, glaube ich, in der Zwischenzeit 32 Jahre. Und angefangen haben wir in einem 400 Jahre alten Bauernhaus hier in der Nähe auf einer ganz kleinen Bühne, 3x4 Meter, und haben damals die Kabarettisten, die in der Zwischenzeit groß und berühmt sind, durften bei uns mit der Ochsentour anfangen. Die Sparkasse war sicherlich von Anfang an dabei, uns finanziell auch zu unterstützen. Auch durch Anerkennung in irgendwelchen Publikationen war die Sparkasse doch durchaus einer der ersten.